Willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Im letzten Part habe ich gesagt, oh, ich mache jetzt hier erstmal den Sheikah-Sensor weg. Ich habe den wieder reingemacht, weil ich hatte ja erst geplant, oh ja, ich mache den erstmal weg, mache dann die Mission und schau dann hinterher, was uns fehlt. Nee, ist dumm. Viel klüger ist es, den drin zu lassen. Ist zwar dann nervig, wenn die ganze Zeit irgendwas auf der Karte blinkt. Aber wir sehen dann auch, wenn irgendwelche Materialien im Shop verfügbar sind. Heißt, wir können die dann direkt kaufen, nachdem wir eine Mission gemacht haben. Und so ist das dann weniger gegrindet. Dann brauche ich die Shops nicht andauernd zurücksetzen, indem ich diese komische Arena-Mission da mache. Und ich glaube, genau so ist es auch gewollt, dass man sich die restlichen dann eben, also die restlichen Missionen, die man dann hat, oder Quests besser gesagt, dass man die sich markiert und dann jeweils nach einer Mission dann in den Laden gehen kann. So, erobere die Vorposten. Was ist hier los? Das Übliche. War da ein paar Gegner weg, oder? Holy shit, Alter. Oh mein Gott. So. Ihn machen wir mit Feuer weg. Dann machen wir mich mit Feuer weg. Ich dachte, er fliegt ein bisschen weiter. Schade. Aber nö. Warum sollte er auch ein bisschen weiter fliegen? Ich meine, dann wird er einen Gegner treffen und nicht mich. So. Ja, das hat ihn stark gehittet. Und es reicht sogar. Nice. Müssten wir die überhaupt wegmachen? Nee, ne? Wir müssen hier einfach nur die Viecher besiegen, die markiert sind. Ja, komm, mach doch was. Mann, ey. Ach, als ob. Oh, komm, ey. Oh, was? Wie gemein. Mega der Counter zu meinem Zurückweichen. Ach, ich bin gerade scheiße. Ich bin gerade einfach scheiße und krieg diesen beschissenen... Wie heißt er? Attackenhagel. Den kriege ich nicht hin. So. Und es gibt kein Zeitlimit gerade. Sehe ich hier. Sehe ich hier gerade, wollte ich sagen. Oh, was? Alles klar. So. Oh, nice. Richtig gut. In einem Zug alle Balken abgezogen. Und ihn frieren wir ein. Wunderbar. Treffen wir auch noch sein Auge? Nein. Warum auch? Okay, der Pfeil hat eigentlich sein Auge getroffen, aber... Denkt sich anscheinend so, nö. Machen wir jetzt nicht. So. Wir haben ihn aber fast. Komm, machen wir einfach noch eine Spezialattacke. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den beschissenen Hinox. Reicht auch irgendwann. So. Hier machen wir ganz normal Stasis. Healen uns erstmal eine Runde. Und dann ist der Junge auch weg. Silberne Moblins wurden gesichtet. Der extreme Ausdauertest verfügbar. Wir haben Glutforellen erhalten, richtig? Ja. Okay. Zelda.
Was ist mit Zelda? Wir sollen zu ihr wechseln. Ich denke, wir machen das auch mal. Ach komm, ey. Als ob wir nichts mehr zum Heilen übrig haben. Zornwächter, ja, die sind mir jetzt egal. Die sind mir jetzt egal. Ich möchte hier gerne zum Vorposten. Einfach hin. Hinterher heißt es dann noch so, ja, besiege alle Zornwächter. Pech gehabt. Oh Mann, ey. Ich sehe es schon kommen. Das ist auf jeden Fall ein normaler Wächter. Ja, macht Zelda gut. Macht Zelda gut. Und jetzt ist das nächste Bein weg, ne? Ja, wunderbar. Komm. Stasis. Wunderbar. Schön. Schön ins Maul geböllert. Na? Ah, jawohl. Gerade so. Ich wollte gerade zum Ausweichen ansetzen. Dass wir nicht von seiner Attacke getroffen werden. Aber er ist schon down. Oh! Und das war's tatsächlich. Nice. Verteidige die Akala-Festung. Fast 800 Rubine. Ja, okay, EP beim Kombinieren ist ganz nice. Für andere Waffen noch. Ich meine, das Master-Schwert haben wir ja schon auf 25. Also brauchen wir dann nichts. Schaden reduziert, okay. Zelda hat das Limit erreicht. Ken würde ich sagen, wir machen jetzt nur eine weg und kümmern uns dann mal bei ihr um eine vernünftige Waffe. Nicht, dass ich jetzt alle weghaue und dann einfach gar nichts mehr zum Kombinieren habe. Also, let's go. Ah, okay. Die Ladezeit immer. Oh Mann. Ach nee, wir müssen ja... Dafür müssen wir ja hier hin. So. Kombinieren. Und dann, wo ist es? Das war hier... Ja genau, der Siegelbogen war das. Lichtbogen. Ich finde Siegelbogen irgendwie immer noch cooler. Oder Heilige Bogen sieht auch nice aus. Naja, was soll's. Hier, EP-Bahn kombinieren. Zeig mal ran hier. Haben wir noch irgendwo... Irgendwo einen, nein. Ich dachte, wir hätten noch einen EP-Bahn kombinieren Dingen, aber nö. Schaden gegen hochgeschleuderte Gegner. Das sollten wir vielleicht für Zelda sogar reinpacken. Ich meine, obwohl, mittlerweile schleudert sie Gegner gar nicht mehr so hoch, ne? Ja, nee, trotzdem nicht, doch nicht. Selbst wenn sie es tun würde, ich würde ehrlich gesagt bei Zelda lieber was anderes sehen. Einfach irgendwas, was generell ihre Kraft boostet.
Ja, wunderbar. Jawohl. Jetzt reden wir hier. Angriffsreichweite plus 10%. Ich glaube, das sollten wir uns behalten. Ja, das auch erstmal. Ja, nee, das kann weg. Das auch. So. Und ich glaube, das locke ich tatsächlich dann mal. Geschwindigkeit. Spezialangriff. EP, Schaden in der Luft. Ich glaube, das ist für sie geil, ne? Weil sie ja bei ihrer krassen Form die ganze Zeit am Schweben ist. Dann wird das auch noch mal so richtig lohnen, das zu benutzen. Ja, komm, dann machen wir das noch ein. Reichweite. Okay, das haben wir schon. Schaden. Ja, und noch Schadens. Hallo? Okay, kann ich nicht mehr. Ich habe zu viele schon drin. Das sind vier Buffs hier, ne? Dann machen wir Reichweite weg. Und obwohl Reichweite ist schon geil. Ja, wir müssen eine Schadensreduzierung drin haben. Wir müssen einfach. Zelda kriegt so fett Damage, wenn sie einmal getroffen wird. Hä? Hä? Jetzt kann ich es auf einmal locken? Aber es ist sowieso egal, ne? Weil ich kann eh nur vier Dinger machen auf der Maximalstufe. Ja, okay. Machen wir erstmal die anderen weg. Erhöhter Verkaufswert ist mir egal. Das wird da reingeböllert. So. Und wo ist der Siegelbogen? Hier. Das. Das, das und das. Das. Und dann halt noch der. Wunderbar. Schaden gegen hochgeschleuderte Gegner. Normale Angriffe haben wir auch schon drin. Ich würde gerne dieses Schaden gegen hochgeschleuderte Gegner rausmachen. Oder? Ne, der ist stark genug, ne? Ne, der ist erstmal stark genug. 75 ist echt gut. Wir lassen das erstmal so. Ich wollte jetzt noch Schaden gegen hochgeschleuderte Gegner rausnehmen. Ich habe es geschafft. Aber brauchen wir nicht. Müssen wir nicht unbedingt. Das können wir erstmal drinnen lassen, weil wie gesagt, der Bogen von ihr ist stark genug. Und dann schauen wir später nochmal, was man da so machen kann. Machen jetzt hier erstmal, das ist sehr gut, dass es hier die Spurtkarotten und Rüstungskürbisse gibt. Ja, wunderbar. Ja, nee, ich will schon erstmal die Quests abschließen. Jetzt kann ich noch mehr schaffen. Längerer Komboangriff für Yunobo, der nicht mehr gespielt wird von mir. Aber ich finde es cool, dass er. Also ich finde es cool, dass Nintendo versucht hat, möglichst viele
Charaktere ins Spiel reinzubringen. Da ist dann nämlich für jeden Kampfstil was dabei. Ja, ich will da nicht hin, aber danke. Oh, was ist hier? Was ist hier? Können wir da? Jawohl. Guck mal, hier oben. Das habe ich noch übersehen. Und? Damit können wir die Quest abschließen, oder? Jawohl. Was kriegt er? Einen längeren Combo-Angriff. Alles klar, okay. So, wir haben jetzt hier noch die beiden Missionen. Da oben die zwei Missionen. Da links oben noch eine Mission. Okay. Ich denke, wir machen erstmal hier die Mission. Um Haaresbreite. Schwer. Keine Heil-Items und du darfst keinen Treffer einstecken. Okay. Das ist mal eine Ansage. Hab ich tatsächlich auch Bock. Ja, und hier, das mit den Tutorials ist sehr nice, weil hier gibt es so unfassbar viel zu tun und zu erledigen. Und Combo-Angriffe gibt es 1000 Stück. Und Tipps und Tricks gibt es dann auch nochmal zig viele. Also das ist auf jeden Fall sehr gut, dass es hier nochmal dann vernünftige Tutorials gibt. Eigentlich sind Tutorials unnötig, aber also oft braucht man die halt nicht. Ist halt nicht unnötig. Es gibt immer mal wieder die Stelle, wo der ein oder andere sagt, ja, ich weiß nicht mehr, wie das geht, was auch immer. Aber meist braucht man die halt nicht. Weil hier, also hier sollte ich vielleicht auch nochmal reinschauen. Weil wie gesagt, es gibt hier so viel, was man tun kann, was erledigt werden muss. Irgendwelche Combo-Angriffe. Die benutzt werden können. Okay. Hau ab. War da gerade mit dem anderen zu tun. So. Nein. Ich wollte doch zurück. Ich wollte zurück, aber Link wollte nicht mehr. Weil diese scheiß Kamera sich so komisch gedreht hat schon wieder. Okay, probieren wir es mal anders. Diese beschissenen Steine hier die ganze Zeit, wo er dann einen Wandsprung ausführen möchte. Lass die Scheiße sein. So, sehr nice. Ja. Okay, nice. Einer ist weg. Okay, ich dachte, es wäre... Ich dachte, der wäre doch nicht weg. Für einen kurzen Moment. Ich muss die wieder so zusammenführen, dass die da auf einen Punkt sind. Jawohl. Wunderbar. Habe ich... Ich habe sogar Stäbe.
Aber die würde ich mir für später aufbewahren. Ich weiß nämlich nicht, was noch kommt. Ich glaube, da war auch noch ein Wächter auf dem Plan, ne? Was ist? Nein. Das lässt du gefälligst sein. Das kriegst du wieder zurück. Und da ist er auch down. Wunderbar. Wo muss ich hin? Ich dachte, hier geht jetzt die Tür auf, aber... Nö. Ach, hier. Hier, guck mal. So, was ist das? Oh mein Gott, ey. So. Was zum... Ach, wenn die Schleims mit Elementarangriffen getroffen werden, dann ist... Ja, okay. Dann lösen die sich auch damit aus, oder was? Ja, es ist Crap. Ja, und dass man hier schon wieder erneut versuchen drücken kann, finde ich auch nicht geil. Aber fürs Let's Play mache ich das jetzt einfach mal. Privat würde ich mir das vernünftig durchspielen. Aber fürs Let's Play ist das echt besser, wenn man dann da weitermacht, wo man aufgehört hat. So. So war es nämlich gedacht. Dass diese beschissenen Schleims sich dann in Eisschleims verwandeln, hätte auch niemand denken können. So. Wo geht's hier weiter? Okay, einfach durchrennen. Ist kein Problem. Einfach links liegen lassen. Kein Bock auf die Flederbeißer gerade. Ach, scheiße. Genau den Stab erwischt, der überhaupt nichts bringt. Aber er ist down. Sehr nice. Wie sieht's hier aus? Hier fliegt schon wieder irgendwas durch die Gegend. Ungeil. Das muss aber im letzten Frame echt gewesen sein, ne? So, weg mit dir. Hier laufe ich... Ah, ne. Ich dachte, hier laufe ich zurück, aber genau da geht's lang. Die Säule kann ich einfach wegkloppen, okay. So. Und damit ist es auch schon vorbei. Ja, nur einen Fail gehabt. Alles gut. Ja, Link hat das Limit erreicht. Monsterteile plus 13%, ey, holy shit. Ich glaube, das mache ich mir auf das Farmschwert drauf. So, den machen wir noch weg und den... Den und den. EP beim Kombinieren muss ich halt mal zusehen, dass ich das da vernünftig drauf kriege, ne? Dann kann ich mir da auch die, dann kann ich mir das Farmschwert auch richtig geil auf Level 20 ziehen.
So. Was gibt's hier unten? Für den Frieden in Hyrule. Herzen aller Verbündeten plus 2. Okay. Machen wir direkt. Ein großer Erfolg. Ein wertvolles Item. Der Herzcontainer. Mega nice. Ich mag den Herzcontainer irgendwie. Fand ich schon immer cool. Ja. Wofür brauchen wir jetzt noch die Spurtkarotten? Da oben. Okay, haben wir. Wir brauchen nur noch Krogsamen. Gut. Und hier das? Ja, was? Es gibt jetzt keine Karpfen mehr hier in den Shops oder was? Ach komm, ey. Moment mal. Hier? Ja, genau. Stall der Ebene. Händler Niri. Ich glaube, genau den meinte ich in... Ich glaube, das war der letzte Part, der so fällig war. Leider. Er bezahlt einem mehr... Ja, für die Monsterteile als jeder andere. Und hier sieht man es auch nochmal. Ich glaube... Bei dem anderen war es irgendwie 4.000 oder so, was er mir zahlen wollte. Und jetzt bezahlt er mir 7.150 für die ganzen Sachen. Ja, ich habe zwar in der Zeit nochmal mehr dazu bekommen an Loot, klar. Aber es war auch nur irgendwie 130 Bockblinherzen waren das oder so. Und... Da kann der Preisunterschied nicht so gewaltig sein. Das muss am Händler liegen. So. Mares Breite, Schwer Plus. Okay, Leute. Folgendermaßen. Heute gibt es leider einen kürzeren Part. Weil ich schon wieder ein bisschen spät dran bin. Und der Part muss gleich noch... fertiggestellt und hochgeladen werden. Deswegen machen wir jetzt so noch... keine Ahnung. Zwei, höchstens drei Missionen. Wahrscheinlich komme ich dann sowieso wieder auf eine Stunde. Aber mal schauen. Ich versuche mich auf jeden Fall zu beeilen, dass wir trotzdem noch ein bisschen was geschafft kriegen. Und, ja, den Rest, wie gesagt, mal gucken. So, Eismoblin. Ist weg, hoffentlich. Jawohl, er ist weg. Wunderbar. Nein. Oh, Alter. Hässlichen Octorox hier. Wegmachen. Ich muss den Octorok wegmachen. Unbedingt. Ich muss den unbedingt wegmachen. Hä? Durch was? War da noch ein Octorok? War da drüben jetzt echt noch ein scheiß Octorok? Den blocken wir ab, okay. Den blocken wir auch easy ab. Der macht irgendwas, okay. Und kriegt dann nochmal Eis rein. Und einen Schmetterangriff. Wunderbar. Die muss sterben. Auf ganz sicher machen wir jetzt. Was macht er? Was macht er? Oh mein Gott.
So. Wir frieren ihn ein. Mit Stasis. Und er ist fast down. So, nur noch einen Hit. Und da ist er weg. Wunderbar. Diese hässlichen Octoroks. Ich hoffe, hier sind keine mehr. Ne, hier sind echt keine mehr. Wunderbar. Das sind Feuerleune. Okay. Wunderbar. Dann können wir uns für ihn auch die ganzen Eismodule sparen. Die ganzen Eisstäbe. Und können hier schön alle Feuerstäbe raushauen. Alles kein Problem. Wären die hässlichen Octoroks da nicht da gewesen? So. Da ist er down. Und jetzt nur noch der Feuerleune. Ernsthaft? Hat mich dieser eine Pfeil jetzt gekillt? Halt's Maul. Lass mich da in Ruhe. Vollidioten. So. Oh, Feuerleune. Da ist er. Da ist er. Eis. Schmetterangriff. Battlefield klären. Bevor die Drecksäcke hier nochmal Probleme machen. Und Bombmodul. Jawoll, schön. Hä, von was denn? Von was wurde ich denn getroffen? Okay, wir wissen, der Leune taucht da unten auf, richtig? So, Kryo-Modul. Mann, von was denn? Lass mich doch mal in Ruhe, Mann. Was ist das denn für eine Scheiße? Was trifft mich denn? Was soll mich denn da treffen? Er kriegt auf einmal irgendwo hier einfach Damage. So, Eismodul. Schmetterangriff. Musste der da jetzt schießen? Musste das sein? Mann, jetzt lass es doch. Jawohl, Stasis. Mann, ey, sind die nervig, diese Drecksäcke. Die sind so nervig, ey, holy shit. Und jetzt lass es doch sein. Was ist das für eine dumme Scheiße? Es reicht mir jetzt so langsam. Ich mach jetzt das scheiß Bombenmodul. Mach einfach alle außer Distanz weg mit dem Dingen. So. Habe ich nämlich jetzt keinen Bock mehr drauf.
auf den Scheiß. Was ist das schon wieder? Hässlicher Octorok, hau ab. So. Wunderbar. Anders kann man das hier echt nicht machen, ne? Man könnte höchstens noch probieren mit den Dingen was zu machen und ihn vor allem auch hier hinten hinzulocken. Nein, das wird jetzt garantiert nicht gemacht. Da habe ich keinen Bock drauf, auf den Scheiß. Stirbst jetzt hier einfach weg. Schmetterangriff. Ernsthaft jetzt? So. Nutzen wir wieder das Eismodul. Schmetterangriff nochmal. Stasis. Wunderbar. Ist mir jetzt egal. Wir ballern den jetzt nochmal mit Elektro ab. Machen ihn in den Schmetterangriff rein. Frieren ihn ein hier. Und zwar richtig. Und da ist er down. Meine Fresse, ey. Dieser Müll mit diesen kleinen Viechern, die da drumrum stehen, ne? Holy shit. Also selbst wenn man nicht komplett resettet wird, unfassbar nervig und frustrierend. Ja, Link hat das Limit erreicht. Aber ich finde es nice, dass wir EP beim Kombinieren wieder bekommen haben. Das weg. Ja, das sowieso weg. Okay. Reicht erstmal. Und dann schaue ich nochmal zwischen den Parts, dass ich dieses Farmschwert geupgradet kriege. Weiß, wir haben wieder einiges zum Upgraden. Aber wie gesagt, zwischen den Parts. Jetzt machen wir erstmal noch. Was machen wir denn? Ach, hier ist sogar noch eine. Quest? Hä? Wir haben nur 107 Exalfos-Urkunden. Bitte? Ja, okay. Wahrscheinlich haben wir die restlichen alle ausgegeben. Hier irgendwie bei diesen Dingen wahrscheinlich. Da wurden ja einige Urkunden verlangt. Wie auch immer. Wir gehen jetzt in die letzte Mission rein für diesen Part.
die sogar mit Yonobo ist. Das hat mich gerade sehr überrascht. Und ich hätte ihn wahrscheinlich upgraden sollen. Habe ich recht? Ja. Na, ist jetzt kacke. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Obwohl, Moment, habe ich seine Waffen nicht geupgradet? Ich habe doch sogar seine Waffen geupgradet. Mit dem Drachenfelsenfilet und ihn habe ich auch hochgezogen vom Level her, oder? Mal schauen. Werden wir schon im Kampf merken. Und erstmal wirkt er eigentlich ganz geil. Wenn ich das hier sehe. Aber es sind ja auch nur kleine Viecher, also mal schauen, wie es dann hinterher läuft. Also die kleinen Viecher macht er auf jeden Fall schon mal gut weg. Das ist ein gutes Zeichen. Besiege viele Gegner. Ach so, besiege viele Gegner. Okay, das ist auch genau das, was wir tun müssen. Was zum Säule. Die Kanone. Oh Mann, ey. Oh, und hier gibt es viele Exalfos zu bewegen, zu besiegen. Das ist sehr geil. Er kann jetzt ja einfach die ganze Zeit runterrollen. Wie cool ist das geil. Ja, das ist chillig. Ja, dann rollen wir mal hier ein bisschen weiter, ne? Ja, ja, ich wollte gerade sagen, es wird wahrscheinlich unterbrochen, wenn er getroffen wird. Ja, okay. Das bringt uns gerade nicht viel, weil hier einfach nichts ist. Ah, nice. Okay. Dann kann es also aus der Luft direkt aktivieren. Hä? Aber es hat aufgehört. Schade. Und da würde es weitergehen, aber wir haben noch nicht genug Gegner besiegt anscheinend. Aber hier sind aber auch noch einige. Sind die gerade erst gespawnt oder bin ich an denen einfach vorbeigelaufen? Ich glaube, die sind gerade erst gespawnt, ne? Und mit dieser Steinfaust kann man das anscheinend unendlich lange machen. Aber wenn man das einfach so macht, wenn man in der Luft ist, geht das nicht. Ja, nicht unendlich lang, aber schon für eine sehr lange Zeit. Aua. Stasis, wunderbar. Ja, sehr schön. Schönes Ding, Yonobo. Ach komm, als ob der noch nicht down ist. Er hat gerade 5 Tonnen Fels ins Maul bekommen. Und ist noch nicht down. Boah, Alter. Okay. Nice. Also die Hälfte der Zeit ist um. Wir haben aber schon 200 Gegner besiegt. Als ob die nicht down sind. Geh weg. So. Schwarzer Moblin. Nee, nix da. Nix schwarzer Moblin. Auf den habe ich keinen Bock. Ich munch die jetzt einfach alle platt. Was heißt das jetzt? Dieser gelbe Schirm um mich rum.
Anscheinend nicht viel. Irgendwie. Ja, okay. Wir müssen hier nochmal zurück. Ich hätte gerne diesen Wirbler bei den Gegnern hier. Oder die Kanone, die ist auch geil. Die böllert auch hart. So, Eismodul. Oh mein Gott. Okay. Das Kryo-Modul ist auch richtig krass bei ihm. Das ist... hat eine richtig breite Fläche. Kryo. Und down. So, nur noch 30 Gegner. Ja, komm, kriegen wir hin. Wo sind die ganzen Gegner? Hallo? Da oben sind auf jeden Fall noch welche. Okay. Als ob das so knapp bemessen ist schon wieder. Kryo-Modul. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich hoffe, wir schaffen das, weil es sieht nicht danach aus. Hallo? Geh doch da raus! Ich hab 10.000 Mal B gedrückt, um da rauszugehen, aber er macht es nicht. Und die scheiß Zeit läuft weiter. Was soll das? Ach, so ein Müll schon wieder. Schlacht neu starten, halt dein Maul. Mann, ey. Was soll das denn? Ja, genau. Wenigstens macht er jetzt mal die vernünftige Attacke. Okay, nach dreimal muss man das machen. Und dreht er sich so. Gut. Dann weiß ich es jetzt wenigstens, weil ich habe das eben die ganze Zeit nicht herausfinden können. Einfach zu blöd dafür. Keine Ahnung. Ja, nee, jetzt hat er aber auf einmal irgendeinen anderen gemacht. Okay, toll. So. Hier im Anfangsbereich muss man auch alle wegmachen, wo hier noch alle schön auf einen Haufen sind. So, ich denke, das reicht aber. So, jetzt haben wir schon 100 besiegt. Wunderbar. Und ich denke, nach der Mission sollten wir auch diese Quest da abschließen können, ne? Mit den Exalfos-Urkunden. Ich meine, hier sind ja genug. Komm, ey. Ja, ist er jetzt wenigstens down. Hat es aber schon eher erwartet. Aber er hat einen echt keine Zeit gelassen, um da ihm die Balken abzuziehen. Was soll's? So. Ich würde mich gerne wieder so drehen. Darf ich das? Ja, hätte ich gedurft, wenn der scheiß schwarze Moblin nicht da gewesen wäre. Mann, ey. Blitz. Nochmal Blitz. Und nochmal Blitz. Hallo? Darf ich nicht? Okay. Jetzt darf ich. Wunderbar.
Schmetterangriff. Kann man ihn einfach wegmachen, bitte? Jawoll, schön, Junobo. Böller den Spacken weg. So, weg mit dir. Sorry, falls ich ein paar Mal hier irgendwelche Ausdrücke reinwerfe, aber... Triggert! Und die scheiß Octoroks triggern auch schon wieder. Gerade die Mission mit, ja, besiege viele Gegner, wo dann einfach nicht vernünftig viele Gegner da auf einen Punkt sind, ist einfach kacke. Gerade wenn man irgendwie Junobo dabei hat, der halt null Damage macht. Und hier mit diesen... mit seinen Fähigkeiten... Ach man, nerv nicht! Wo man hier unbedingt mit seinen Fähigkeiten arbeiten muss. Wo es ansonsten nichts wird. So, die sind down. Hier sind noch ein paar Octoroks. Ich hoffe, die reichen. Reicht wahrscheinlich genau nicht. Ja, wir brauchen noch einen Gegner von da hinten. Ja, okay. Sehr schön. Haben wir hier eigentlich? Nö. Nichts zum Heilen. Finde ich schon wieder richtig geil. Scheiße, ey. Was ist das denn jetzt schon wieder? Okay, wir haben nur einen getroffen. Das ist schade. Können wir Daruk zocken oder was? Jetzt ein vernünftiger Mann hier am Werk, oder was? Los, ich bin bereit. Ja, dann komm halt her. Okay, Schmetterangriff. Okay, nice. Können wir jetzt Daruk zocken oder nicht? Ja, anscheinend nicht. Super. Einfrieren. Wir müssen unbedingt einfrieren. Jawoll, schön. Und wir müssen am besten noch einen Eismodul für den anderen aufbewahren. Einen Eisstab, meine ich. Vielleicht kriegen wir auch beide hin. Nö. Ja, doch, 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 doch. Schön. Ja, der ist fast down. Der ist fast down. So, nice. Und der andere ist auch zur Hälfte runter. Ja, Feuer wird nichts bringen, ne? Was? Doch? Aber wahrscheinlich nur, weil wir ihn vorher gelöscht haben, ne? Es ist nicht mehr viel Zeit übrig. Ja, ja, komm. Nerv jetzt nicht. Können wir ja... Crew? Na, können wir, aber bringt nichts. Ich glaube, Bombenmodul wird eher was bringen. Jawohl.
Schönes Ding. Sehr, sehr schön. Scheiße. Scheiße. Wie wenig Zeit nur noch übrig ist. Trifft ihn das überhaupt? Ja! Okay, sehr gut. Oh, wie viel war noch übrig? 20 Sekunden oder so? Meine Fresse, ey. Also ich hätte es echt geil gefunden, wenn wir nochmal mit Daruk zocken hätten können, aber... Puh. Wurde mir ja nicht gegönnt. Naja. Und tatsächlich, wie ich schon geahnt habe, kommen wir sogar wieder auf eine Stunde. Oh Mann, ey. Ja, dann wird der Part wahrscheinlich etwas später kommen. So. Aber wir können hier noch die Quest abschließen. 10% Rabatt auf Waren aus Hyrule. Sehr schön. Ja, Leute. Dann schaue ich mal offcam, wie das so ist mit den mit dem Farmschwert. Halt hier mit dem Königsschwert von Link. Hier diesen. Dann packe ich da noch Monsterteil plus 13% drauf. Und ja. Das ist auch so das Einzige, was ich noch offcam machen. Ja, gut. Vielleicht noch ein Crocs. Vielleicht noch ein paar Crocs suchen. Aber das ist dann auch so das Einzige, was ich noch offcam machen werde. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao.